Alle Pferdeleute, bevor ich euch das Neueste erzähle zur Mustang Makeover, es gibt nämlich einen neuen Beschluss, könnt ihr hoffentlich jetzt hier sehen. Der ist auch wieder zu meinen Gunsten, da ging es um eine sofortige Beschwerde. Erzähle ich euch gleich, denn vorher möchte ich euch auf unser Adventsspiel aufmerksam machen, wo es als zweiten Platz dieses Buch, wo es um diese Klage geht, auch zu gewinnen gibt. Das ist ein Enthüllungsroman, die Pferdemafia zwischen Pferdeprofis und Mustang Makeover. Das könnt ihr halt gewinnen und als ersten Platz eine Videoanalyse oder halt, wenn ihr hier aus der Nähe kommt, Einzelunterricht bei uns, 45 Minuten. Dann gibt es halt auf dem dritten Platz dieses, auf dem vierten Platz ist das dieses Buch, Westernreiten zwischen Witz und Wissenschaft, dieses kleine Büchlein. Und auf dem dritten Platz Inspirationen aus dem Parelli-Land. Ja, das sind die Preise, aber alle, die 10 Punkte haben in diesem Adventsspiel, können an so einem Mini-Workshop teilnehmen. Das ist, das nenne ich immer After-Christmas-Event, weil in der Vorweihnachtszeit, da hat man eh so viele Weihnachtsfeiern und das findet dann halt im Januar statt. Oft auch im Schnee, aber wirklich lässt sich immer wundervoll arbeiten und da geht es um Horsemanship-Themen, die sich die Teilnehmer, die diese 10 Punkte haben, halt wünschen können. Es gibt halt jeden Tag eine Frage in dem Adventsspiel. Das ist nicht schwer zu beantworten, weil es geht um unseren Blog oder um unsere Blogs. Wir haben ja auch noch externe Blogs, einmal zum Westernreiten, einmal zum Horsemanship. Alle Blogs sind halt in dieser Seite integriert und dazu stelle ich halt immer Fragen. Und dann verlinke ich das auch. Also ich mache es relativ einfach und es geht auch ein bisschen um Fleiß. Aufpassen muss man halt, dass man, wenn da die dritte Frage ist, dass das Datum der Antwort entweder in der Kommentarfunktion oder aber in der E-Mail an mich auch dann der 3. Dezember ist. Sonst ist die Antwort ungültig. Aber ansonsten ist das schnell passiert, meistens eine Antwort von einem Wort. Und wie gesagt, es gibt halt tolle Preise zu gewinnen und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Ich freue mich halt auch, wenn diese Blogseite und meine Blogs mehr besucht werden, weil ich mache ja jetzt mehr Videos. Das hatte ich euch im Video von letzter Woche schon erzählt, ziemlich am Ende. Ich sage es jetzt nochmal. Es gibt jetzt hier in diesem Horsemanship-Kanal jeden Freitag ein Video. Der frühere Zirkus- und Vlog-Kanal ist jetzt zum Hundekanal geworden, weil ich ja jetzt Hundetrainerin bin. Und der heißt jetzt eben Nicola Steiner Hundeschule, deswegen habe ich diesen Turnierkanal jetzt auch Nicola Steiner Westernreiten genannt. Das entspricht halt auch unserem Logo fast, ne? Wo wir dann haben Natural Horsemanship, Westernreiten, im Moment Zirkuslektion. Das will ich halt noch ändern, dass da unten halt Hundeschule hinkommt, wobei wir Zirkuslektionen natürlich trotzdem machen. Nicht nur mit Pferden, auch mit Hunden. Guckt euch auch das Video an vom Tricktraining mit der Gail. Jetzt wird es langsam interessant im Hundekanal, weil ich ja jetzt auch Hundetrainerin bin, werden das auch fachlich interessantere Videos, mehr Tutorials, mehr Überlegungen, vielleicht auch mal, was halte ich von Martin Rütter, Cesar Millan, Michael Greve und so weiter und so fort, könnt ihr euch auch gerne wünschen. Aber ihr wartet wahrscheinlich schon mit Spannung darauf, was ist hier eigentlich passiert. Also, das ist was, wo mein Anwalt sagte in diesem Mustang-Makeover-Verfahren, das hätte er noch nie erlebt, weil in den meisten Punkten ist uns ja recht gegeben worden. Da haben die gesagt, das ist Meinung. Zum Beispiel bei dem Begriff, wenn wir Pferdemafia benutzen. Also bei ganz, ganz vielen Sachen. Auch, dass ich den Zirkusclown genannt habe in einer Satire und so weiter und so fort. Dazu gibt es ja auch einen Blogbeitrag, den ihr auch wieder in der Infobox findet, wo ich all diese Sachen, die die beanstandet haben, die Sachen, die sie dann im Endeffekt gar nicht mehr in die Klage oder in diese einstweilige Anordnung reingenommen haben, drin sind und dann eben auch die Sachen, die abgewiesen worden sind. Und für die Sachen, wo mir gesagt wurde, das darf ich sagen, habe ich dann auch Prozesskostenhilfe bekommen, was ja eigentlich Schwachsinn ist, weil das muss ja dann eh der Gegner bezahlen. Und diese Punkte, wo man mir in der einstweiligen Anordnung, ich habe das ja schon mal erklärt, da ist ja keine richtige Beweisaufnahme, sondern da muss man eidesstattliche Erklärungen abgeben, haben wir nicht sofort gemacht, haben wir quasi in dem Widerspruch nachgereicht. Und das ist auch das, was mein Anwalt eben noch nie erlebt hat, dass auf der einen Seite eine sofortige Beschwerde ist und auf der anderen Seite auch noch ein Widerspruch. Und dann noch eine sofortige Beschwerde gegen diese Prozesskostenbeihilfe. Ich schiebe nochmal ganz kurz ein. Ich bin jetzt nicht so arm, ich verdiene auch nicht so fürchterlich schlecht, aber wir sind drei Selbstständige. Mein Sohn unterrichtet, meine Tochter unterrichtet und ich unterrichte. Und dann ist es unterm Strich schon so, dass man dieses Einkommen nicht übersteigt. Aber es ist ja mein gutes Recht. Ich war halt auch lange krank
Und meine Kinder mussten da eben auch mithelfen. Und jetzt schmeiße ich die ja nicht raus, halt, ne? Mein Sohn macht die Buchhaltung, das ist auch was, was ich immer noch als sehr, sehr anstrengend empfinde. So, wir hatten sofortige Beschwerde des Mustang-Makeovers, Widerspruch von uns und sofortige Beschwerde gegen die Prozesskostenhilfe, diese Entscheidung, ne? Und bei der Prozesskostenhilfe gibt es halt vom Oberlandesgericht jetzt einen Beschluss zu meinen Gunsten. Mein Dilemma ist jetzt, sonst habe ich das ja immer in diesem Blogbeitrag getan, und jetzt ist mein Dilemma halt, weil auf der einen Seite, in der ersten Instanz, sind mir die Äußerungen ja untersagt worden. Da ging es zum Beispiel, also wirklich so ganz banale Sachen, darum, wie definiert man. Genau darf ich es nicht sagen, sonst muss ich da irgendeine Strafe bezahlen. Das wird sich natürlich spätestens in der Klage sowieso noch ändern. Aber um mal dieses Beispiel zu nehmen, wir haben da einige Presseartikel zu diesem Thema, zum Beispiel von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wo der Michael und die Silke Strossione auf eine bestimmte Art und Weise bezeichnet werden. Vielleicht findet ihr das ja auch. Und haben dann gesagt, warum dürfen wir das nicht sagen und die Frankfurter Allgemeine Zeitung darf das doch sagen? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und da haben die uns jetzt zum Beispiel Prozesskostenhilfe bewilligt, weil es gibt hier zwei Aspekte bei der Prozesskostenhilfe. Das eine ist halt, ist man bedürftig, also unter einer bestimmten Grenze, habe ich gerade erklärt. Das andere ist halt, hat man Aussicht auf Erfolg. Und da gibt es halt mehrere Punkte, die ich euch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen kann, weil noch steht ja das Urteil, nee, kein Urteil, diese einstweilige Anordnung in dieser ersten Instanz. Aber wenn man dann sieht, da ist jetzt unser Widerspruch. Die haben gesagt, wir warten jetzt erstmal die sofortigen Beschwerden ab. Über die sofortige Beschwerde von dem Strossione ist noch gar nicht entschieden. Die Punkte, wo aber jetzt, ne, wo man halt irgendwie sieht, da ist schon eine Tendenz da. Also finde ich total genial. Ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Und es wird dann auch nicht mehr so lange dauern, bis ich euch diese Punkte dann auch sagen kann, was genau, um was es da halt ging. Ich kann euch jetzt aber schon mal zeigen. Also, ich lese es vor. Es wird beschlossen. Hier seht ihr ja Oberlandesgericht Frankfurt am Main. Auf die sofortige Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluss des Landgerichts Frankfurt am Main vom 26. August 2019 teilweise abgeändert. Die Antragsgegnerin, das bin ich, ne, weil man ja gegen mich. Also die Antragsgegnerin wird über die bereits erfolgte Bewilligung hinaus Prozesskostenhilfe für den ersten Rechtszug zur Rechtsverteidigung bewilligt, soweit sie sich gegen die Unterlassung der Äußerungen, und da sind dann halt die Äußerungen. Da ich da ist nicht irgendwie was riskieren will, zeige ich euch das jetzt hier abgedeckt halt. Ich hoffe, ihr könnt das halbwegs lesen. All die, die jetzt traurig sind, dass ich nicht mehr so viele Videos mache. Wie gesagt, ihr könnt meine Bücher lesen. Die sind auch sehr witzig zum Teil. Hier nicht unbedingt so witzig, aber es ist halt echt eine schöne Geschichte, wie meine Tochter da bei Pet Paradies einen Platz in Florida gewonnen hat und was wir da alles eben erlebt haben und gelernt haben. Aber es muss jetzt nicht jeder ein Buch von mir kaufen. Da gibt es ja mehrere. Auch noch über den Peter Pfister Zirkuslektion im Fokus. Bisschen Werbung muss sein, aber ihr könnt auch kostenlos von mir Blogbeiträge lesen. Zum Thema Westernreiten im Turnierblog. Zum Thema Horsemanship im Horsemanship-Blog. Da sind im Moment aber auch mehr so Buchtipps drin, weil wir ja in Italien waren und da mehrere Romane verfolgt haben. All diese Blogbeiträge findet ihr halt auf dieser Seite 12oaksranch.de Blog. Da sind die integriert. Da sieht man die Überschriften, kann die anklicken und kommt dann zum Blog halt. Und ich habe die früher immer auf Facebook geteilt, da hatte ich manchmal 1000, manchmal 8000, manchmal 10.000 Leser auf diesen Blogs. Das schaffe ich zeitlich nicht mehr, und ich habe auch noch das Dilemma, dass ich aus der Gruppe Wittelsburger rausgeflogen bin. Das könnt ihr auch in dem Buch Die Pferdemafia nachlesen, wie das so zustande kam, dass ich nicht gegen Regeln verstoßen habe, dass er manchmal mir auch nicht beantwortet hat, warum ich verstoßen habe. Ich kann da nur vermuten. Ich sehe immer den Bernd Hackl am Stand auf der Equitana bei Wittelsburger viel rumsitzen und rumpalavern. Wer weiß, wer weiß. Was man weiß, ist auf jeden Fall, dass auch der Bernd Hackl bzw. sein Verlag mich schon mal verklagt hat. Und da hat er sich dann quasi selbst als Zeuge da irgendwie ins Spiel gebracht, schriftlich, und da irgendwie was verfasst und wirklich das Blaue vom Himmel erzählt. Das gebe ich auch in dem Buch Pferdemafia wieder. Und auch diesen Prozess habe ich gewonnen. Traurig ist halt, dass die Meinungsfreiheit so unterbunden wird, weil das ist laut Grundgesetz uns zugesagt. Da geht es vor allem tatsächlich um Urteile und eben nicht um Fakten.
um Werturteile, auch das erkläre ich in dem Buch, wo einem immer gesagt wird, ja, muss sich an die Fakten halten und was nicht alles. Wenn man sich an Fakten hält, wenn es Tatsachenbehauptungen sind, und da ist halt, das sind zwei Punkte, wo ich wirklich keine Chance habe beim Mustang Makeover, weil ich da also einmal ein Gastautor von mir und einmal tatsächlich ich selber, da habe ich halt Singular mit Plural verwechselt. Und das, ja, Fehler passieren, wenn man arbeitet, ne, aber es ist halt niemandem, so viele haben das gegen diesen, niemandem halt aufgefallen. Und ja, das ist dann halt eine Tatsachenbehauptung. Und da wird es schwierig. Aber Werturteile, ich finde, der und der ist ein Scharlatan oder sowas, das darf man sehr wohl. Und dann finde ich es halt schlimm, dass man aus Facebook-Gruppen rausfliegt, dass man angefeindet wird. Und ja, ihr kriegt ja auch mit, was ich immer alles so erlebe. Und mal abgesehen von meiner Meinung, von meinem Werturteil über Sandra Schneider oder Bernd Hackl oder Mustang Makeover, das war einfach nur bedeutet, finde ich gut, finde ich nicht gut, weil ist mein allergrößtes Anliegen, dass diese Meinungsfreiheit erhalten bleibt. Und dafür kämpfe ich wirklich. Das ist mir so wichtig halt, dass wir uns nicht zur Selbstzensur verleiten lassen, weil da so ein immenser Druck heutzutage entsteht über Shitstorms oder eben man fliegt aus Gruppen raus halt, ne? Man darf es geht ja nicht nur darum im Grundgesetz, dass man die Meinung äußern darf, man darf es auch verbreiten. Und ich finde, das ist tatsächlich diese Klage wert. Ist ja noch gar keine Klage, diese einstweilige Anordnung. Und wenn es dann auch noch erfolgreich ist und man kann dann sagen, Leute, solange ihr keine Tatsachen behauptet, sagt, was ihr denkt. Ja, das ist mein allergrößtes Anliegen. Und da gibt es auch im Buch halt so einen Appell, ein schönes Zitat. Naja, da sind zu viele im Buch, 300 Seiten. Ich will euch damit nicht langweilen, weil lest euch erstmal ein in meine Blogbeiträge und besucht meine Blogs, weil ich die einfach nicht mehr teilen will, nicht mehr teilen kann, auch die Zeit nicht mehr habe. Und YouTube mache ich gerne, wenn auch nur noch drei Videos in der Woche. Also in drei Kanälen jeweils ein Video. Hoffe ich doch, dass ich auf diesem Wege auch das, was ich schreibe, an den Mann und an die Frau bringe. Weil schreiben kann ich eigentlich besser als reden, weil das ist ja eigentlich das, wofür ich mal ausgebildet worden bin. Ich bin halt gelernte Redakteurin und habe auch bei der Zeitung gelernt. Und das ist halt auch meine Leidenschaft. Und seitdem ich es nicht mehr auf Facebook so viel teile, habe ich halt leider nicht mehr so viele Leser und ich zähle auf euch. Ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschö.